Hallo und herzlich willkommen zu Toni Audiogear. Heute werden wir einen Versuch machen mit Teelichter Wasser kochen. Bei Außentemperatur von 3 Grad. Wir werden schauen, wie lange wir brauchen, bis das Wasser kocht. Sind 4 Grad. Tisch hat 5,5. Das ist ein Campingkocher vom Aldi, Aldi Süd. Ich glaube, der hat 20 Euro gekostet. Da ist eine kleine Pfanne dabei. So sieht sie aus. So, jetzt haben wir es vorbereitet. Ich würde 5 Teelichter benutzen. Die Teelichter sollten anscheinend 4 Stunden brennen können. So, jetzt werden wir diesen Versuch starten, mit 5 Teelichter 300 ml Wasser zum Kochen zu bringen. Also Wassertemperatur haben wir von 14 Grad. So, die Kerzen brennen. Jetzt fangen wir an. So, die Kerzen brennen, Stoppuhr läuft. Wir werden jetzt schauen, wie lange wir brauchen, bis wir das Wasser zum Kochen gebracht haben. Wie gesagt, draußen sind ungefähr 3 bis 4 Grad. Der Versuch von heute soll dazu dienen, kann man mit 5 Teelichter innerhalb von einer gewissen Zeit, wo akzeptabler ist, Wasser zu kochen bringen. In Notsituationen, zum Beispiel bei Stromausfall, Blackouts, bei Campen. Ja, schon bei 19 Grad. An der Wand haben wir 2 Grad, 2,5. Tisch hat 4. Jetzt sind wir schon bei 30 Grad. So, jetzt sind wir bei knappe 15 Minuten. Ich habe einen Teller draufgelegt. Blubbert langsam. Wir sind schon bei 65 Grad. Ich hoffe, man kann das erkennen. 65. So, jetzt sind wir bei ca. 25 Minuten angekommen. Und wir haben 79, 80 Grad. Lassen wir weiter. So, jetzt sind wir bei 35 Minuten. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Der Teller ist bei 83 Grad. Bei 85.
gucken, was wir weiter drüber. Also es blubbert langsam. Schließen wir genau. So. Jetzt sind wir bei 50 Minuten angekommen. Es ist deutlich dunkler geworden. Schauen wir mal, was der Teller sagt. Teller hat 89 Temperatur. Schauen wir mal. Wasser kocht. 92 Grad. Also knappe 50 Minuten hat es gedauert. Also bei plus 3 Grad. 3 Grad ist draußen. Also in diese 50 Minuten habe ich jetzt gebraucht, bis ich diese 300 Milliliter Wasser bei 3 Grad draußen zum Kochen gebracht habe. Ich wollte euch damit zeigen, dass man bei tieferen Außentemperaturen mit Teelichter auch kochen kann. Man kann sogar Brot backen. Also man kann sich auf jeden Fall behelfen, wenn es irgendwie zum Stromausfall kommt oder wenn man bei Campen ist oder bei Blackouts. Einfach, wenn man keine andere Möglichkeit hat, man kann sich so weiterhelfen. Achtet bitte immer, wo ihr das macht, dass ihr niemanden verletzen tut und euch selber auch nicht. Das war alles für heute. Es werden mehrere Teile noch folgen. Und zwar, nächster Teil kommt Kochen ohne Strom mit Gas. Also es wird ein Serial kommen, wo ich mehrere Sachen vorstelle, wie man ohne Strom kochen kann. Ich wünsche euch alles Gute, euer Toni. Ciao, bis zum nächsten Mal.